Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4 mit Preußen. Ja, wir sehen schon ein kleines Eckchen, zumindest hier unten von Südamerika. Spanien hat sich da schon breit gemacht, sowie Portugal in Brasilien. Okay, also das ist zumindest schon mal eine koloniale Nation. Spanien wird hier noch ein bisschen brauchen, ehe das da hier wohl noch eine Kolonie wird. Wie viele haben sie denn schon da? 1, 2, 3, 4. Ja, fehlt ihnen eigentlich nur noch eine Länderei. Dann können sie auch daraus eine Kolonialnation machen. Frankreich macht sich hier in Afrika ein bisschen breit. Wundert mich sehr, dass Spanien sich hier nicht so ausdehnt. Hier drüben sieht es noch einigermaßen in Ordnung aus. Nun ja, nun ja, nun ja. So lassen wir die Zeit mal vorbeilaufen. Österreich hat wieder mal ein Embargo gegen uns verhängt. Augsburg möchte ein Bündnis haben. Naja, erstmal hier die Staatsehe mit den Habsburgern. Zumindest mal ein Teil der Habsburger Böhmen, ne? Da müsste man jetzt hingucken, ne? Da müsste es ja eigentlich... Nein, ist gar kein Habsburger mehr. Okay. Interessant. Hier, Österreich. Hat ja alles irgendwie so zusammengehört. Ne? Man stelle sich vor, man hätte damals all das hier wirklich unter eine Krone gestellt. Burgund, Österreich sowie Böhmen. Boah, was, das wäre eine Macht gewesen. Naja. Augsburg möchte unser Bündnis haben. Derzeit nur mit der Pfalz und so. Ein Herzogtum. Allerdings wirklich große sind sie ja nicht, die Augsburger. Hier, na, das Kleine hier, Augsburg. Es wundert mich eigentlich, dass die noch da sind, weil normalerweise, wenn ich das Heilige Römische Reich spiele, irgendwas davon, ist Augsburg eines der ersten Ländereien, die ich nehme, so wie Salzburg. Erntet man nicht viel Frieden dadurch, aber naja, allerdings mit Augsburg hier ein Bündnis einzugehen, ist eher, ich sag mal, schlecht, weil... Die Bayern haben natürlich einen Anspruch auf Augsburg und das ist natürlich nicht ganz so toll, ne? Yes, ja, ansonsten mit der Pfalz doch verbündet. Ich wollte allerdings mal schauen, ob die... das da suchte ich. Entfernung der Grenze, von daher schon mal uninteressant. Wenn die schon da so weit Minuspunkte haben, brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Und ja, Bayern hat halt eben hier einen Anspruch darauf, könnten sich das jederzeit nehmen. Hier nicht mal Salzburg. Naja, egal. Ist ja auch uninteressant. Wie sieht's hier aus? Können wir da irgendwas ernten? 53. Das ist natürlich sehr interessant. Wir haben ein Bündnis mit Bayern. Weil die jetzt eine Staatsehe haben wollen. Ja, ist in Ordnung. Ihr geht da runter. So einfach die ganze Angelegenheit. Ja, 53 ist natürlich schon ein interessantes Alter. Sollte man sich dann etwas... ja, kann man im Auge behalten. Wobei, die sind natürlich schon hier unten, na, ziemlich weit weg, ne? Es ist auch nur eine Länderei. Macht aber auch wenig Sinn, da den Thron zu beanspruchen. Gibt es noch wen? Die Pfalz? Ach, Regentschaftsrat für einen Minderjährigen. Naja, gut. Okay, dann macht das keinen Sinn. Also da verstehe ich nicht, warum es eine umkämpfte Nachfrage gibt. Ich meine, in 5 Jahren ist der Knirps dann auch schon so weit, um das hier zu regieren. Wenn wir jetzt noch hier noch eine gleiche Dynastie gehabt hätten, hätte ich gesagt, okay, wir versuchen es mal, weil die Pfalz ist halt schon nicht zu vernachlässigen. Die andere Frage ist natürlich, wie man da hinkommt. Allerdings über Böhmen, Bayern sollte das ja aktuell kein Problem sein. Wir nehmen natürlich das an, ist doch ganz klar. Ich muss hier schon wieder alles nachschauen. Ja, jedes Mal, wenn ich in dieser Karte drinnen bin, weiß man, ah, jetzt startet eine neue Aufnahmesession und heute muss ich mal besonders viel machen, weil heute ist der 9. April, morgen der 10. Das ist eine ganz wichtige Info. Was natürlich so viel bedeutet, wie morgen kommt Warlock 2 raus. Und das will ja dann auch aufgenommen werden. Und ja, aber jetzt waren wir hier bei Europa Universalis. Wir machen derzeit 11+.
Eieiei. Wir könnten uns den Knirps leisten. Allerdings, ich würde das Geld lieber für die administrativen Punkte ausgeben. Derweil noch mehr Rebellen. Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Wir sollten das Militär dann auch durchaus mal halbieren, dass wir hier besser durch unsere Ländereien hindurchkommen. Sobald wir dann Polsk fahren, machen wir das. Halt, halt, halt. Eine Staatsehe von Polen akzeptieren wir auch. Ah, da, 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 da. Das ist halt Staatsehen. Wenn man die gründet, kosten halt auch immer wieder Legitimität. Deswegen jetzt von der 30 runter auf die 16. Allerdings, man bekommt halt pro Staatsehe, glaube ich, nur 0,1 plus. Müssten wir mal überprüfen. 4 Staatsehen müssten wir ja jetzt dann haben. Unser Land. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir sogar. Ah ja. Ah ja. Bündnis Bayern, Böhmen sowie Hamburg. Genau, mit Polen und Pommern haben wir ja die Personalunion. Deswegen, deswegen können wir da nichts machen. So, wie sieht's aus? Würdet ihr euer Bündnis mal mit Böhmen aufkündigen? Das wäre mir recht. Sehr sogar. Österreich verließ die Koalition gegen uns. Das gefällt mir natürlich am meisten. Erschafft eine richtige Flotte. Erobert Schlesien, integriert Polen in euren Staat. Das wäre natürlich alles sehr fein. Würde ich auch liebend gerne machen. Und ihr werdet jetzt in der Tat halbiert. Ihr geht nach Hondora. Nicht Hondora. Hondora liegt nämlich irgendwo in Japan. Horonda. Ach, egal, wie man das ausspricht. Horonda. So, Horonda ist mittlerweile umgezogen nach Europa. Das bedeutet, ihr dürft jetzt da reingehen, ihr geht dahin und das sieht doch in Ordnung aus. Ja, ein bisschen mehr Reiterei werden eher die dahin schicken sollen. Naja. In Zeiten des Friedens und Wohlstands. Während die Menschen sicher und glücklich waren, gab es eine Tendenz, weniger produktiver und fauler zu werden. Packt die Peitschen aus. Wir brauchen einen Umbruch. So viel zu dem Thema, was wir mit der Stabilität, administrativen Macht machen. Wir konnten Heretiker machen. Wir konnten... Österreich hatte Militärzugang bei uns. Okay. Und der Stabilität... Ah, das ist natürlich gerade ebenfalls ein Abbruch. Ja, gut, was soll's. Steigern, passt. Perfekt, dann können wir noch mal ein paar Gebäude bauen, würde ich fast sagen. Tempel, wir bauen jetzt einfach überall einen Tempel hin, oder? Gewinnbringend ist was anderes. Gericht, nein, das sind die militärischen Baracke, Dock. Ja, Doc. Hofmeister, wo bringst du noch eine Dukate? Das wäre halt schon nicht schlecht. Sieht's auch mau aus. Entschuldigung, da sieht es auch mau aus mittlerweile. Handelsgüter, kommen wir da noch auf plus 1. Sieht auch eher schlecht aus. Was fehlt denn hier? Der Hofmeister wird benötigt. Ja, gut. Zahlhaus. Wo ist der Unterschied? Kostet 101 Dukaten. Das kannst du ja mal total vergessen. Wir machen den Hofmeister, was soll's. In Brest und Friesland folgt der religiösen Einheit von Österreich. Interessant. Ach, Österreich mag uns ja mittlerweile auch gar nicht mehr ganz so sehr, ne? Mal die 0,8 zuerst. Wir müssen halt echt irgendwie... Ah, ist doch noch 1,0. Die administrative Macht unten halten, so gut es geht. Wäre nicht schlecht. Und hier wären 1er Berater echt mal sehr nice. Ach, gar kein Gold mehr. Ja, aber Truppenlimit sieht doch schon sehr gut aus. Ach, guck mal an. Pommern kommt jetzt hier zu Hilfe. Das gefällt mir sehr. Ja, die und Böhmen, das gefällt mir gar nicht. Ungarn, mit wem seid ihr denn so verbündet? Bayern, Neapel und Toskana. Interessante Angelegenheit hier mit euch. Östlich 11.
Wir sind westlich wahrscheinlich. Ja, was heißt, wir sind wahrscheinlich westlich. Meine Güte, wir sind auch elf. Okay. Ungarn. Lass mich da runter. Danke. Und zwar militärisch Army. Wir suchen Ungarn. 10.000 Mann haben die derzeit. Okay. Jetzt muss ich hier schon nachschauen, wie groß unser Militär ist. Nein, natürlich nicht. Wir haben knapp 30. Okay. Polen erhebt nur einen Anspruch darauf. Ungarn wäre halt wirklich eine super Angelegenheit, weil hier ziemlich viel noch Polen gehört. Naja, gut, ziemlich viel. Die zwei Bereiche auf alle Fälle schon mal. Das hätten wir denen zurückgeben können. Ansonsten hätten wir natürlich schauen können, dass wir hier oben vielleicht noch das Zeug uns holen. Wobei Russland hier schon Anspruch drauf angibt. Russland kann uns einigermaßen gut leiten. Wir haben... Was machen die? Annektierung und mit Polen die Beziehungen verbessern. Ach du grüne Leute, wie viele Sachen hier wieder Österreich hat. Das ganz da vorne gefällt mir schon mal gar nicht. Das ist natürlich ein Anspruch gegen uns. Unser militärischer Anführer ist verstorben. Das gefällt mir natürlich nicht. Heinrich von Quitznotowsdorf, wie auch immer. Eine totale Niete, aber egal. Ah, schon wieder schlechte Uniformen. Leute, einmal, wenn man dran denkt, Krieg zu führen. Echt, also wirklich, als hätte ich nicht andere Probleme, diplomatischen. Da sind wir eigentlich immer noch dabei. Diplomatisches Geschick plus 5 hätte ich schon gerne. Eigentlich, wenn wir alles voll hätten, wäre es ja nicht schlecht für die Diplomatie, weil ich glaube kaum, dass wir uns hier irgendwas von den diplomatischen Punkten holen werden. Weder Seemacht, expansionistische Ideen, können wir ebenfalls vergessen, wir werden keine Kolonisten machen, Entdecker erst recht nicht, Händler, wenn es am Ende mal ausgeht. Die religiösen Ideen wären so mein Favorit, so wie die Wirtschaftsideen. Wobei natürlich die Innovationsideen wären ebenfalls nicht schlecht. Technologie kostet minus 5%, ist doch eine schöne Angelegenheit, so wie ein paar Söldner. Und die Berater kosten minus 25%. Och, lecker. Kosten zur Kernwohnungserstellung minus 25%. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. In Warschau. Darüber. Heieiei. So, ein Moment. Mann. Ja, ich habe gerade nämlich beim Kaffee trinken dran gedacht, ich sollte vielleicht jetzt aufnehmen. Also ich nehme jetzt gerade mitten am Tag auf. Das erste Mal seit langer Zeit. Normalerweise warte ich da immer bis 8 oder so. Jetzt wollte ich gerade sagen, haben wir das verloren oder was ist hier jetzt kaputt? Oh, Trupplimit geht rauf. Also nicht Trupplimit, aber unsere Mannstärke. Nom. Wie lange sind wir der Zeit voraus? 9 Jahre. Wir werden so ein Problem bekommen hier mit der administrativen Angelegenheit. Das wird nicht lustig sein. Ja, dann zahlen wir halt den Darlehen zurück. Damit hat sich meine Frage schon wieder erledigt, irgendwas aufzubauen. Ich überlege gerade, was kann man noch mit der administrativen Macht machen? Eigentlich ja nur Kernprovinzen erstellen. Ne? Ich glaube, dafür hat man ja diplomatische gebraucht. Ne? Sag mal, will mich das Spiel gerade verarschen? Einen Moment. Der Mangel an guten Karten oder Mitteln zur Erstellung guter Karten führt gelegentlich in Grenzregionen zu Überschneidungen von Hoheitsansprüchen. Das Objekt solcher Dispute war für gewöhnlich trivial, konnte aber als Reibungspunkt dienen, wenn ein Monarch sich störrisch zeigen wollte. Hart bleiben. Wir erhalten einen Anspruch gegen Böhmen oder wir verlieren die Stabilität. Wir verlieren die Stabilität, weil Böhmens Meinung ist mir gerade wirklich sehr wichtig. Und wie schon erwähnt, wir können derzeit mit unserer administrativen Macht überhaupt nichts anfangen. Weil Böhm ist jetzt nicht so das große Powerhouse. Mein Gott, kündigt doch das blöde Ding hier mit der Ukraine auf.
Die Frage ist natürlich, die sind aber halt mit Bayern verbündet. Das gefällt mir nicht. Und Neapel. Bayern geht 14.000 Mann. Nur mal so. Würden die mitmachen? Böhmen ja, Hamburg ja, Bayern nö. Nächstes Problem. Wie will ich denen den Krieg erklären? Ach Mann, das ist doch fies. Ich kann doch nicht mal einen Anspruch fingieren. Gegen deine Grenzregionen in der Nähe. Herrlich, ich will einfach Krieg führen, aber ich kann gegen niemanden Krieg führen. Hat folgende Vasallen. Mit Böhmen, Bremen, Österreich, Hamburg und Sachsen. Sauber. Unzufriedenheit der Bauernschaft. Konflikte und Proteste über Steuern. Grausamkeit der Grundbesitzer und Ausbeutung. Ausbeutungen und Zölle häufen sich und können sich negativ auswirken, wenn wir die Situation nicht sorgsam angehen. Also sind Schlagstöcke schon mal nicht der richtige Weg. Wir entscheiden uns für den richtigen Erachten. Ja, ich meine, hallo, Stabilität und so, ne? Administrative Macht und so. Hey, ich glaube, das hatte ich auch noch nie gehabt, dass ich mit Stabilität so unsorgsam umgehe. Hey, religiöse Einheit ist schon auf 39,1% runter. Ah, das gefällt mir sehr. Wir haben, glaube ich, Hofmeister das letzte Mal überall noch gebaut, wo es ginge. So, ist hier irgendwo noch 0,8? Das wäre sehr nett. Ja, hier. Ansonsten hier. Und hier. Und dann ist das Geld schon wieder aus. Wer will denn dadurch unser Land? Die Toskana. Sie sind im Krieg mit den Französen. Die Eroberung von Pisa. Ist das etwa in französischer Hand? Oder ist da Frankreich jetzt einfach nur irgendwo mit dabei? Russland? Mit wem ist Russland eigentlich so alles verbündet? Das wäre eigentlich jetzt gerade mal so ein bisschen interessant zu wissen. Norwegen und Österreich. Ja, seid halt mit den Österreichern verbündet. Ihr habt schon recht, Russland. Ja, super Angelegenheit. Wirklich. Sich mit dem Powerhouse von Europa zu verbünden. Hab ich das gemacht? Nein. Hätte ich am liebsten machen wollen. Okay, wir verloren den Handels... Brandenburg hat den Embargo gegen uns aufgelöst. Na, super. Ja, nehmen wir. Ach, Mist, jetzt hätte ich vorher mal nachschauen sollen. Militärisch hätte ich nämlich schon gerne ein bisschen was auf der Hinterhand. Armee-Unterhaltsmodifikator minus 10%, das gefällt mir sehr. Beziehungsweise Verlust der Armee-Tradition. Ach so, da oben, das war jetzt dabei. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum sind hier eigentlich zwei Ideen? Aber man muss ja nur die Überschrift lesen. Die Quantitätsideen brachten uns jetzt den Armee-Unterhaltsmodifikator, 10% weniger. Das bedeutet mehr Geld für uns. Nicht schlecht. Und natürlich die Armee-Tradition verlieren wir jetzt 1% weniger. Was natürlich eine super Angelegenheit ist, weil Armee-Tradition verliert man ja basismäßig immer im Jahr. Und kriegt ja eigentlich weniger dazu, also der Verfall ist immer höher. Allerdings wirken wir dem schon mal eigentlich relativ gut mittlerweile entgegen. Ja, 0,6 pro Jahr, das kann man sehen lassen, das kann sich sehen lassen. Ansonsten wundert mich aber eine Sache gerade, warum können wir hier nicht... Kaum sag ich's, ploppt es auf. Ne? Das hat mich nämlich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gewundert. Und dann sind wir nämlich diplomatisch eigentlich auch schon wieder gleich auf. Auf der anderen Seite. Das schmeißen wir mal raus. Akzeptierte Kulturen bitte. Nee.
Das da. Nein. Oh. Ah ja, es ist drin. Okay. Das ist so ein bisschen kompliziert mit diesem Drag and Drogs. Drag und. Ja, Drag and Drog. Was brauchen wir da? 50. Wir ändern jetzt einfach mal, wo es geht, die. Kultur. Alles weg. Alles muss weg. Das machen wir zu einem einheitlichen Preußen. Ansonsten. Ich wollte gerade sagen, geht es sonst nicht mehr. Das einzige Problem, was man dabei hat, ist natürlich die Grenzen hier zu erkennen. Aber da geht es so. Ich glaube, ihr seht, wie ich das meine, oder? Das hätte man hier so. Da, genau, genau. Hier geht es dann so runter. Wo geht es denn hier weiter? Da am Fluss oder was? Tatsächlich. Sieht man so schlecht, weil die Dings gerade drüber war. Okay. Ansonsten war es das dann auch schon. Okay. Ja, hat jetzt ein bisschen was gekostet, nicht viel ging. So, den militärischen holen wir uns rein. Festungsverteidigung, warum nicht? Ist normalerweise die größte Pflaume, aber wenn Russland einen den Krieg erklären sollte, gar kein Problem. Okay, der Oskar ist verstorben. Damit haben wir keine Staatsehe mehr mit Hamburg. Die werden allerdings wahrscheinlich gleich wieder ankommen und fragen, wie sieht's aus? Wollt ihr eine Staatsehe haben mit uns? Lieber Kabu, sag ja. Zap, zap. Das war's dann schon. Okay. Ansonsten. Ja, die diplomatischen Ideen heben wir uns auf. Die heben wir uns auf. Ich denke mal. Wir haben doch eh einen frei. Komm. Wir machen das jetzt. Wir werden mal einen Anspruch machen gegen. Nicht gerade gegen die. Was ist denn hier wertvoll? 3, 5, 4, 3, 6, 3. Okay, dann machen wir Tschernigowa. Tschernigowa. Wird. Jetzt stirbt die dämliche Kack-Bratze da. Mann! Gut, administrative Macht. Egal. Ja, gut, zu weit hinten dran will ich dann natürlich auch nicht fallen. Ist ja mal ganz klar. So, Diplomatie, einen Anspruch gegen dich da. Tschernigow. Das haben wir jetzt nicht Tschernobyl, oder? Hoffe ich doch mal nicht, ja. Tschernigowa. Ja, Gott sei Dank. Oh, Hamburg, ich liebe dich. Ja, danke, Hamburg. Danke. Wo lang warte ich auf sowas? Wir dürfen Krieg führen. Das Land Hamburg, euer treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg hamburgische Rückeroberung von Lüneburg gegen Anhalt an. Dies ist ein Angriffskrieg. Anhalt ist alliiert mit Dänemark und Würzburg. Akzeptiert. Mensch. Ja, Würzburg ist, Würzburg in Bamberg. Ach, schöne Würzburg. Tiefstes Bayernland. Zumindest von österreichischer Seite aus gesehen. Anhalt ist relativ klein geworden, ey. Ja, ich denke, wir werden uns Anhalt schnappen. Ach, halt, nee, können wir ja gar nicht. Das ist jetzt aber blöd. Naja, gut, wird schon. Den Krieg werden wir jetzt allerdings nicht in dieser Aufnahme, oder in dieser Folge machen, sondern den werden wir uns das nächste Mal zu Gemüte ziehen. In der Hoffnung, dass in meinem Ländchen hier nichts Schlimmes vorgeht. Aber ich denke mal, die 15.000 Mann, die können wir da oben lassen. Und ja, danach werden wir dann anfangen, mal die Söldner langsam aber sicher aussortieren und so. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet. In diesem Sinne, Baba.